Es gibt wissenschaftliche Forschungsthemen an der BTU Cottbus-Senftenberg, die sich aus der spezifischen Situation heraus ergeben haben. Zum Beispiel der großflächige Rückbau von Wohnhäusern in Betonplattenbauweise. Durch die Bedingungen nach der deutschen Wiedervereinigung wurde in den neuen Bundesländern außergewöhnlich viel Wohnraum abgerissen. An der BTU beschäftigt man sich sowohl technisch als auch städtebaulich mit diesem Phänomen. Die erste Abrisswelle ist vorbei, aber in den nächsten Jahren wird sich der Rückbau kontinuierlich auf niedrigerem Niveau fortsetzen, auch in Cottbus. Dieser leergezogene Block in Sachsendorf ist bald an der Reihe. Weitgereiste wissenschaftliche Gäste aus der sibirischen Metropole Krasnojarsk besichtigen ihn unter dem Aspekt der Wiederverwertung. Überfluss an Wohnhäusern ist in Russland weitgehend unbekannt. Aber es gibt viele ehemalige Militäranlagen und Industriebrachen, deren Entsorgung auch deutsche Wissenschaftler beschäftigt. Gastgeber der russischen Delegation ist deshalb der Lehrstuhl Altlasten, der sich seit Jahren mit Rückbau beschäftigt. Bei den Forschungsaktivitäten des Lehrstuhls geht es einerseits um die Minimierung von Emissionen, aber vor allem um die Entsorgung von Schad- und Gefahrenstoffen, um Recycling und Wiederverwertung der Baumaterialien. Das sind Themen, die auch in Russland nicht mehr vernachlässigt werden können. Ich denke, das Umweltbewusstsein hat auch jetzt in Russland zugenommen und muss auch zunehmen. Es geht langsam, aber es sind schon die ersten Erfolge zu erkennen, dahingehend, dass es wirklich das Bewusstsein da ist, dass wir mit der Energie nicht mehr so umgehen können, dass wir mit den Materialien nicht mehr so verschwenderisch umgehen können, dass wir nicht einfach Gebäude verfallen lassen können und dann Altbestände einfach an Ort und Stelle belassen. Die Exkursion mit den ausländischen Gästen führt deshalb auf einen Recyclinghof im brandenburgischen Trebin, der Baustoffe und kontaminierte Materialien entsorgt. Für die russischen Wissenschaftler interessant, da in ihrer Heimat solche Prozesse erst angeschoben werden müssen. Für die deutschen Partner könnte Krasnojarsk hilfreich sein, um Erfahrungen mit den extremen klimatologischen Bedingungen Sibiriens zu sammeln. Die gegenseitigen Besuche sollen eine konkrete wissenschaftliche Zusammenarbeit in Forschung und Lehre vorbereiten. Zunächst wollen wir erstmal in der Lehre starten, gemeinsam Lehre durchführen. Das heißt, wir deutschen Partner wollen zunächst im Herbstsemester 2014 dann schon in Krasnojarsk zu bestimmten Themen referieren, Vorlesungen halten und Übungen durchführen. Dazu laufen die Vorbereitungen in Form von Besprechungen und gegenseitigen Besuchen. Verschiedene Lehrstühle aus den Bereichen Bauökonomie, Recycling und Umweltrecht verhandeln mit den Vertretern der Universität Krasnojarsk nach den geeigneten Forschungs- und Lehrfeldern, um eine fruchtbare Zusammenarbeit zu initiieren. Durch seine geografische Lage in Ostdeutschland hat die BTU bereits viele Partneruniversitäten im Bereich des ehemaligen Ostblocks. Die Sibirische Föderale Universität in Krasnojarsk könnte eine weitere werden. Die Partner, die jetzt bei uns mit am Tisch sind, die sind da sehr aufgeschlossen. Das freut uns natürlich besonders. Im Mai wird es einen weiteren Besuch einer Cottbuser Delegation in Krasnojarsk geben. Danach sind konkrete Workshops und Summer Schools geplant. Der internationale wissenschaftliche Austausch ist eine der Stärken der BTU Cottbus-Senftenberg und kann durch solche Aktivitäten weiter an Profil gewinnen. Bis dahin werden noch einige Verhandlungen und Besprechungen notwendig sein, denn nicht nur der Transport von Baumaterialien, auch der Transfer von Know-how ist eine aufwendige Angelegenheit.